Also ich bin davon überzeugt, dass es den Studiengang in dieser Form woanders gar nicht gibt. Dass das der erste Studiengang ist, der in drei Fakultäten angesiedelt ist. Genau dieser Trias bietet aufgrund der hohen Spezifität und der Anforderungen des Feldes, wo man später eventuell berufstätig wird oder auch in der Wissenschaft bleibt, genau das, was man braucht. Man bekommt genau die Bausteine, um ein echter Experte, eine echte Expertin zu werden. Wir legen Wert darauf, den Sport als Ganzes volkswirtschaftlich einzuordnen und die Medienperspektive nicht nur sekundär laufen zu lassen, sondern eben originär auch zu verwerten. Das heißt, wir bringen die Medienperspektive mit ein in das Gesamtbild. Ich würde Personen in den Studiengang Sportökonomie empfehlen, die einerseits eine Begeisterung für Sport mitbringen, aber andererseits auch ein Interesse an wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen haben. Der Studiengang Sportökonomie in Paderborn hat eine relativ starke quantitative Orientierung. Das heißt, wir erwarten von den Studierenden Leidenschaft und Leidensfähigkeit. Leidenschaft für den Sport, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und Leidensfähigkeit im Sinne, ja, sie werden auch Fächer studieren müssen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel Spaß machen. Aber spätestens, wenn Sie ein eigenes empirisches Projekt durchführen sollen, dann werden Sie entdecken, warum wir Sie ursprünglich mit Statistik gequält haben. Denn dann werden Sie feststellen, dass es eigentlich gar keine Qual war, sondern notwendige Voraussetzung für die wirklich interessanten Dinge. Eine Praxiseinheit ist beispielsweise die Organisation des Campuslaufs. Ja, der Campuslauf ist entstanden aus einem Seminar Sport- und Eventmanagement. Die Idee war eben halt von der ganz groben Planung bis hin zur detaillierten Durchführung, das in zwei Semestern eben halt hinbekommt. Wir unterteilen es immer grob in fünf Gruppen. Mein persönlicher war das Rahmenprogramm. Ich war für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, also alles, was in Facebook, Zeitungen oder ähnlichen Medien erschien, das lief über uns. Ich glaube, das beste Zeichen dafür, dass die Uni damit sehr zufrieden ist, dass auch dieses Jahr wieder eine Staffel des Präsidiums teilgenommen hat. Ja, es ist eben einfach eine uni-interne Veranstaltung und man schafft es, Leute aus allen Fakultäten, aus allen Arbeitsbereichen, egal ob Studierende, Mitarbeiter oder Alumni, alle sind dabei und das macht dann einfach Spaß, wenn man so eine vielfältige Veranstaltung hat. Der Standort, würde ich sagen, ist klein und überschaubar und sehr persönlich. Ich denke, das bringt sehr viel auch für Studium, dass man die Studierenden sehr gut kennt als Dozent. Besonders wichtig ist mir, dass ich nicht nur eine Nummer an der Uni bin, wie an großen Unis natürlich oft der Fall ist. Ich persönlich finde Paderborn einfach ist eine super schöne Stadt. Man schwingt sich aufs Fahrrad und ist direkt da. Ja, wenn man da mal die richtigen Leute gefunden hat, die auch gerne hier bleiben, dann wird es auf jeden Fall nie langweilig. Paderborn ist einfach nicht zu groß und nicht zu klein, einfach genau perfekt.